Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei Läusebefall. Und es geht um Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgruppen. Und die werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und die erste Wirkstoffgruppe fängt mit A an und die ist wenig geeignet bei Läusebefall, sage ich direkt. So. Alitrin und Piperonylbotoxid, in Klammern äußerlich. Alitrin ist ein stark wirksames Nervengift, das Insekten abtötet. Piperonylbotoxid verhindert, dass sich das Mittel unter Lichteinwirkung zersetzt und unwirksam wird. In Kombination mit Piperonylbotoxid wirkt Piperonylbotoxid wirkt Alitrin daher stärker. Und jetzt die Bewertung rot. Wenig geeignet bei Läusebefall, weil Wirksamkeit und Verträglichkeit der Anwendung nicht ausreichend belegt sind. Bei der Anwendung des Sprays können die Wirkstoffe versehentlich eingeatmet werden und so Asthmaanfälle und Nervenschäden auslösen. Obwohl die Kombination die Läuse zuverlässig beseitigt, ist sie wenig geeignet, denn sie ist nur als Spray im Handel und kann daher ungewollt eingeatmet werden. Das kann Asthmaanfälle auslösen und das Risiko für unerwünschte Wirkungen auf die Nervenfunktion erhöhen. Nervengas als Spray in der Apotheke. Warum nicht? Wenigstens steht da wenig geeignet. So. Wichtig zu wissen: Auf geschädigte oder verletzte Haut dürfen Sie das Präparat nicht aufbringen. Auch müssen Sie darauf achten, dass es nicht mit Mund, Nase sowie anderen Schleimhäuten oder offenen Wunden in Berührung kommt. 8 bis 10 Tage nach der ersten Anwendung müssen Sie die Prozedur wiederholen und eventuell noch lebende Nissen und nachträglich geschlüpfte Larven abwarten. 8 bis 10 Tage nach der ersten Anwendung müssen Sie die Prozedur wiederholen, um eventuell noch lebende Nissen und nachträglich geschlüpfte Larven abzutöten. Falls die Haut gerötet bleibt, juckt und sich ein Hautausschlag mit Bläschen bildet, reagieren Sie vermutlich allergisch auf das Mittel. Dann sollten Sie es nicht weiterverwenden und die Haare mit Shampoo gründlich auswaschen. Kribbeln oder Taubheitsgefühle an Körper oder Gliedmaßen sollten Sie schnellstmöglich von einem Arzt abklären lassen. Es kann sich um durch Alitrin hervorgerufene Schädigungen des Nervensystems handeln. Also, warum nicht rezeptfreien Nervengas als Spray aus der Apotheke? Das, ja. Deutschland, dein Gesundheitssystem. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Säuglinge sollten nicht mit dem Präparat behandelt werden. Bei Kindern sollte es generell nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit, in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit dürfen Sie das Präparat nicht anwenden. Da es ohnehin als wenig geeignet erachtet wird, sollten Sie es sicherheitshalber auch im weiteren Verlauf der Schwangerschaft nicht anwenden. Nochmal, ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass man Nervengift in Sprayflaschen so rezeptfrei in Deutschland in der Apotheke kaufen kann. Mir macht sowas Angst. Ich will das nicht. Ich finde das unmöglich. Ich kann es nur laut sagen. Wahrscheinlich kommt jeder dran. Es ist widerlich. So. Tschüss. Ich habe die Schnauze.